Was geht ab? Mein Name ist Jengis. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich zeige euch heute, wie man eventuell mit... Alter, bist du dumm oder was? Das ist mein Kanal. Ja. Wenn du hier bleiben willst, musst du auch was machen. Dann los. Also, ich habe heute hier den Cengiz zu Gast. Der Cengiz ist Musiker, Rapper, um genau zu sein. Den findet ihr auch auf Instagram. Überall auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok auch sogar. Ja, egal, aber darum soll es heute nicht gehen. Moment, ich mache noch ein bisschen Werbung. Ja, mach das, klar. Wenn ihr euch den Cengiz mal anhören wollt, der macht richtig, richtig gute Musik, also ohne Witz. Checkt ihn gerne mal auf Spotify aus. Ich verlinke den unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das einfach mal anhören. Kostet ja nichts. Darum soll es aber heute nicht gehen. Wir machen heute hier ein Projekt und zwar bauen wir ein Plattenregal für seine Schallplatten. Das blende ich euch hier irgendwo da mal ein. Wir bauen das aus Eiche und was wir an Werkzeug benutzen hauptsächlich ist eine Tauchsäge, ein Schleifgerät und zum ersten Mal in meinem Leben diese Flachdübelfräse von Einhell. Die ist neu, ist aus dem Power Exchange System von Einhell, funktioniert also mit dem Akku. Und die testen wir dann einfach gleich mal, beziehungsweise er testet die, ich habe da keinen Bock drauf. Ja, genau. So, fangen wir einfach mal an. Mhm. Ich habe Holz aus dem Baumarkt einfach besorgt. Das sind ganz normale Eichebretter, 220 cm lang und 80 cm lang. Und ich habe Möbelfüße bestellt. Die sehen dann so aus. Sowie diese Montageplatten. Ach, da ist der Winkel direkt dran, ja. Genau, richtig, da ist der Winkel dran und dann stehen die halt so auseinander. Wir fangen jetzt damit an, die Zuschnitte zu machen. Ich habe mir so eine Explosionszeichnung gemacht, findet ihr auch jetzt gerade hier eingeblendet. Genau, und da wird der Dennis jetzt erstmal die Zuschnitte machen. Ja, machen wir genau so. Viele denken nämlich, ich bin handwerklich unbegabt, aber ich beweise euch das Gegenteil. Arbeitssicherheit wird auch groß geschrieben. Ich habe nämlich Sicherheitsschuhe an. Voll Adidas. Los geht's. Das erste klingt so ein bisschen dumm, ist aber so, wenn du Holz im Baumarkt kaufst, dann darfst du nicht darauf vertrauen, dass das hier ein 90-Grad-Winkel ist. Deswegen schneiden wir erstmal hier die Kante ab. Mhm. Und damit wir nicht in meine schöne Werkbank sägen, packen wir uns dann noch eine Unterlage drunter. Das ist so schlau. Ja, ne? Was machen wir als nächstes? Also wir haben jetzt alles, die ganzen Längen haben wir komplett. Die Beine brauchen wir nichts machen, das heißt, wir müssen die Schranktiefe jetzt zuschneiden. Wir wollen das jetzt auf 40 cm bringen. Das heißt, wir gehen an die Tischkreissäge, stellen uns da die 40 cm ein, einmal und jagen alle Bretter mit einer Einstellung da durch. Ja, ich glaube, die 10 Grad sind gut. Also mehr hätte ich, glaube ich, auch nicht genommen, weil das hier gerade ist zu klassisch, zu symmetrisch, obwohl ich ein richtiger Monk bin. Aber das ist ganz geil so. Okay, cool. Dann lassen wir das so. Dann müssen wir das Ganze jetzt einmal schleifen und dann kommt die Flachdübelfräse. Oh ja. Fertig. Cool, das nimmt ja langsam auch schon Gestalt an. So, jetzt kommt halt ein Part, den ich selber noch nie gemacht habe. Und zwar habe ich da Flachdübel geplant. Ich habe selbst noch nie mit so einer Flachdübelfräse gearbeitet, deswegen muss der Dennis jetzt rausfinden, wie das geht. Was? Wir probieren das an deiner Werkbank mal aus. Ne? Wir malen uns die Positionen ein, an die wir die Flachdübel setzen möchten. Ich würde auf die Länge 3 Stück einfach setzen. 2 irgendwo hier außen, einen in die Mitte. Wir nehmen dafür die 20er Flachdübel. Und zwar malst du
Erstmal auf der Seite, die du da gerade in der Hand hast, das ist die rechte Seite, malst du drei Striche. Damit markierst du dann, wo wir die drei Flachtübe setzen. Hier unten. Genau. Einfach so mit Augenmaß. Einfach so mit Augenmaß. Und dann stellst du das auf und machst dir an die Kante von dem Brett auch irgendwie so einen Strich, wo du das hinhaben willst. Wir haben uns dazu entschieden, das an der Kante von der Werkbank zu machen, einfach um hier noch eine Auflagefläche für die Flachtübelfräse zu haben, damit der Fuß hier genug Platz hat. Das ist so komisch. Alle Flachtübel haben wir soweit eingefräst. Alles schön mit dieser Einhell-Flachtübelfräse, habt ihr gesehen. Wie fandst du es, das Arbeiten damit? Super entspannt. Ja. Jo, ist gut, ne? Und du hast auch vor allem bei den Flachtübeln ist halt einfach mega viel Spiel dabei. Das heißt, da ist einfach mega viel Toleranz für Fehler, wenn man mal irgendwie nicht die richtige Stelle getroffen hat. Schon cool. Also kann ich auf jeden Fall schwer empfehlen, das Teil. Ich mache aber auf jeden Fall noch ein ziemlich detailliertes Review dazu. Auch wie das funktioniert, werde ich da auch nochmal im Detail erklären, wie man das einstellt und so. Deswegen gerne Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Einfach abwarten, das Video kommt auf jeden Fall im Laufe der nächsten zwei Wochen. Okay, also das Regal ist so zu 70% fertig. Die Zuschnitte sind soweit. Wir müssen eigentlich nur noch hier den Teil an der Seite anbringen und die Füße. Aber wir müssen es halt noch verleimen. Dafür haben wir uns hier Schraubzwingen vorbereitet. Wir machen das jetzt einfach mal. Das Ding ist jetzt geschliffen, auch auf, also der Feinschliff ist auch fertig. Wir haben das mit 320er Korn gemacht. Mit der Maschine bin ich auch nochmal über die ganzen Kanten drüber gegangen, damit das nicht so scharf ist, damit der Typ sich nicht verletzt. Jetzt kommt das Seitenfach, hier dieses Seitenbrett noch dran und dann kann der Dennis ölen. Ja! Was meinst du, hat dir das Bock gemacht? Ja, mega. Ich überlege jetzt schon, was man als nächstes machen kann. Ja, wirklich. Schubladen noch rein? Nein, das finde ich so offen ziemlich nice. Ich von meiner Seite aus muss sagen, handwerklich ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Du bist so ein bisschen unsympathisch und du riechst auch nicht so ganz angenehm. Cool. Danke fürs Einschalten. Nee, war auf jeden Fall richtig geil. Also, keine Ahnung, du warst auch richtig drauf. Man braucht dir halt nicht großartig irgendwas erklären. Du kannst halt die Sachen einfach, man merkt halt, dass du irgendwie so einen handwerklichen Hintergrund hast. Das ist schon cool. Jo, mir hat es auf jeden Fall mega Laune gemacht, das Projekt. Ich gehe mal davon aus, ihr werdet den Dennis auf jeden Fall nochmal in der Werkstatt irgendwann hier sehen. Unbedingt, ja. Machen auf jeden Fall nochmal was zusammen. Das war richtig geil. Ich überleg mal, was ich zu Hause noch so brauche. Neue Küche. Ja, boah, Alter, nee. Ja, ey, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass wir das hier machen konnten auch. Sehr, sehr gerne nochmal. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne abonnieren, Glocke einschalten. Wenn ihr Feedback da lassen wollt, gerne unten in die Kommentare. Ihr findet alles, was ich hier so, was wir hier so benutzt haben, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Den Dennis, all seine Kanäle mit allem, was er hat, verlinke ich auch nochmal irgendwie unten. Da könnt ihr euch auch Unterhosen von ihm kaufen. Genau. Ja, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.